Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Wie viel hast du denn hier mittlerweile angeliefert? Das sieht mir schon mehr als du eigentlich solltest aus. Oder ist das die erste Lieferung? Ist die erste Lieferung, okay. Dann ist das in Ordnung. Dann kannst du bitte die nächste Lieferung. Dahin bringen. Aber auch nur eine. So, wir haben gesagt, Papier haben wir 89% in der Halle. Da können wir auch ein bisschen verkaufen, weil wir ja für den Saftladen ja auch was benötigen. Jetzt komme ich hier schon wieder nicht rein. Ach, was ist das denn wieder? Ja, hier sind wir bei Feld 17. Da wird gedüngt. Feld 53 wird ein bisschen gestriegelt, damit wir das Feld sauber kriegen. Feld 16 wird immer noch gegrubbert. Quasi Vorbereitung auf die neue Saat, Ansaat. So, wie sieht das denn hier aus? Ups. Komme ich da nicht vorbei, doch. Hier komme ich jetzt wieder dran. Dann schauen wir mal, ob ich jetzt auch bei der Zellstofffabrik drankomme. Wir müssen ja einmal drum rumlaufen. Ah, dann lässt er mich auch dran. Papier haben wir gesagt. 16 Paletten. Zurück. Einmal schauen, wohin damit. Wer gibt uns das meiste? Beim Landhandel. Dann fahren wir die Sachen doch mal dahin. Die sollte auch noch mit. Ach, müssen wir hier auch noch umstellen. Verkaufspunkt ist das. Hier den Kurs, der daneben geht. Dann kommst du auch bei dem LKW vorbei, weil er eh erst Wasser ablädt.
So, da kann jetzt wieder richtig produziert werden. Ui. Mach mal den Gabel hoch, dann kommen wir auch dran vorbei. Der hatte Diesel zum Kutter gebracht. Einer, der Düngerstreuer ist fertig, genau. Entlassen, löschen und dann bitte zu Feld 18. Da geht es dann weiter. Das sollte auch noch für 18 reichen. So. Haben wir dann alles einmal gedüngt schon mal. Aber er nimmt das Unkraut hier noch weg. Das ist nämlich ein einfaches Unkraut. Ja, den müssten wir jetzt eigentlich wegfahren. Weil, ups, der LKW gleich wieder kommt. Den hatte ich hier nur runtergefahren, um ihn dann wieder wegzusetzen. Quasi wo er hingehört. Ist ja kein Tank für Wasser. Sondern für Benzin. Fahren wir mal den hier hin. Weiß nicht, ob das ein Parkplatz ist. Aber da kann er erstmal stehen bleiben. So, Feld 18, genau. Wähle Position. Ja, aber auf jeden Fall nicht da mitten auf dem Feld. Kurs generieren. Erster Wegpunkt, Abfahrer einschalten. Hier wird's auch dunkel. Ah, er fängt jetzt, hat die Vorgewände fertig und fängt jetzt die Reihen an. Leider fängt er auf der anderen Seite an. Ja, hier müsste, ja, da lohnt sich nicht nochmal wegzufahren. Gut, hast du jetzt beide beliefert oder nur einen? Wir schauen mal lieber nach.
Das war der, der einmal gefüllt worden ist, genau. Und ist hier in dem anderen Stall auch was reingekommen? Nehme ich nicht. Dann bitte. Jetzt steht ja auch eine 2. So. Weil danach musste nämlich noch mal zur Mehlfabrik, um da Getreide anzuliefern. Hier können wir verkaufen. Ja, die Uhr läuft. Das sehen wir. Ja, hier wird es jetzt auch weniger. Schauen wir mal, was wir kriegen für die Ladung. 144.000. Ja. Schönes Geld. Nimm ich. Dich wieder voll, genau. Für die Zellstoff. Wie sieht das Feld denn jetzt unkrautmäßig aus? Ja, hier ist doch so gut wie sauber. Hier drüben ist noch ein riesen Fleck, aber da war er noch nicht. Gehe ich mal von aus. Die Bahnen sind noch nicht fertig. Du bist auf dem Weg zur Hühnerfarm. Wenn wir schauen. Mist, wie viel Mist passt denn hier pro Ladung rein? Ja, Paletten Mist 200.000, ja, die kriegen wir nicht voll. Ja, aber schön wieder. Sachen zum Wegfahren. Haben wir die auch erstmal wieder weggesetzt. Oh. Bist du da sonst immer rumgekommen? Liefert Wasser an.
dann sollte hier auch erstmal Wasser genug sein. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal von den Rindern stellen, die Milch abholen und die zur Molkerei bringen. Ich glaube, die schreit auch schon wieder nach Milch. Unsere Kühe haben ja noch nicht so viel wieder, ne? Ach doch, 41.000. Ja, hier müsste einmal Milch produziert werden. Ist noch nicht geschehen. Dann können wir den schicken zum Rinderhof. Milchausgang Stall 1. Milch und dann bitte zur Molkerei. Da kommt der LKW, da können wir noch mal eine Ladung rauslassen. Zum Rinderstall 1. So, dann holen wir uns noch mal eine Lieferung ab. Weil das ist ja richtig Kohle, 144.000. Da können wir noch mal eine Ladung hinbringen. So, da sind wir doch gefüllt. Und nochmal zurück. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Noch eine Bahn, dann bist du eigentlich auch durch. Ja, du machst jetzt deine erste oder zweite Bahn. Aber da brauchen wir ja nicht. Der zieht ja seine Bahn hier sauber. Der ist fertig, wenn er fertig ist. So, du bist wieder da, dann bring doch mal eine Lieferung zur Produktion, Mehlfabrik. Und wir kontrollieren mal, ob du auch angeliefert hast. Ja, also kann wieder produziert werden, Getreide ist da. Wasser ist auch gut, Stroh auch, Leerpaletten, ja, werden wahrscheinlich nicht so viele gebraucht.
fährt der LKW geradeaus. Die Wiesen, waren die Wiesen denn alle gedüngt? Ist aber noch auf abgeerntet wahrscheinlich, ne? Deswegen, man sollte auch Wiese anschalten. Ja, ist immer noch abgeerntet. Wir müssen noch eine Phase weiterkommen. Können wir höchstens noch 2033 düngen. Der scheint nämlich fertig zu sein, richtig? Ja. Sperren, den auch. Zum Hof kommen wir immer wieder hin. Einen können wir da mal auflassen. Ah, hier können wir nochmal gut verkaufen. Den mal raus, weil wir müssen eh weiterfahren. So, und der Rubel rollt. Die eine Palette geht auch weg. Gut. Da haben wir doch schon fast die Hälfte zu der Saft, zu den Saftladen. Oh, er hat Milch abgeholt. Die erste geht jetzt zur Molkerei. Hier ist die Käserei, weiß ich jetzt nicht. Die dürfte aber auch kein Milch mehr haben, sag ich ja. Hat auch 111. Also dann die muss auch wieder Milch bekommen, aber wird sie ja durch den anderen Stall. Molkerei. Sind wir hier? Da fehlen Kartons. Alle Achtung! Milch hätten wir noch da. Warum haben wir denn keine Kartons mehr hier? Papier schon. Ist so ungleichmäßig. Ja, gut, dass wir den LKW zur Zellstofffabrik geschickt haben. Da können wir hier eine ganze Ladung mal abliefern. Karton.
Gut, jetzt kann hier auch wieder richtig produziert werden. Wasser ist ja jetzt auch erstmal genügend da. Dann könnte der eigentlich eher zur Käserei. Weil wenn wir hier 100.000 Liter haben, dann kann das auch erstmal warten. Dann fährst du bitte zur Käserei. Das habe ich nicht gewusst. Dass da noch 100.000 Liter Milch ist ja kaum was produziert worden. Ja gut, ist halt mal so. Wo ist der LKW jetzt? Also noch nicht hier. Hier vorne an der Ecke. Ich weiß gar nicht, warum das Haus jetzt auf einmal stört. Natürlich hier richtig bescheuert auf der Ecke. Bisschen zu groß. Hätte schon einen Ticken schmaler sein müssen. Komm, vielleicht setze ich das einfach einen Ticken zurück. Mehr zum Mast. Dann dürfte das auch funktionieren. Feld 10. Wie weit ist... ist immer noch zu feucht. Da können wir aber mal hinspringen. Mal die Feuchte messen. Dürfte aber vielleicht gleich schon getrocknet sein. Ich weiß nicht, 20%. Aber wir werden sehen. Es sollte ja auch jetzt erstmal kein Regen mehr kommen, oder? Ne, heute nicht. Und morgen auch nicht. Dann wird das doch am Samstag wieder Regen. Dann wird es doch trocken werden. So. Einmal rausnehmen. Die Kartons hier entgegennehmen. So, ab zur Molkerei. Der Düngerstock. Du bist fertig. Ich glaube, da müssen wir dich nochmal irgendwo hinsetzen, weil die Seite ist definitiv noch nicht fertig.
blende uns mal den Kurs ein. Dann werde ich so über die Felder gehen. Irgendwo. Weil wir sehen ja, wo hier die Stücke sind. Dann gehe ich da einmal kurz rüber. So. In der Phase sieht man die Flecken ja. Da brauchen wir ihn hier nicht nochmal. Zu bemühen, hier im vorderen Bereich noch mal dran lang zu gehen. So, da sind gleich zwei Stellen. So, und war hier vorne nicht noch was? Ja, hier. So, dann war es das. Und das war es auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Killerkind. Ciao, ciao.